Haben Sie und Ryders Vater je miteinander geredet und sich kennengelernt? Manchmal. Kein Smalltalk. Das war nicht sein Ding. Er und ich hatten diese tägliche Routine. Ich sagte, guten Morgen, und er sagte... Ihr rettete die Leute lieber, statt mit ihnen soziale Kontakte zu knüpfen. Pathfinder, diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Und wir wissen auch von was. Die Cat haben widerliche Schoßtierchen. Ja. West, Porter M. Haben Sie das mitbekommen, Lexi? Ja, Pathfinder. Ich habe die Unterlagen aktualisiert. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Lebenserhaltung versagt. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Strahlenbelastung registriert, Pathfinder. Lebenserhaltung versagt.
keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Interessieren sich Tiere für unsere verschwundenen Kisten. Genau wie zuvor. Wir sind ein tolles Team. Das war's. Aber ich wette, es ist nichts mehr übrig. Ich glaube, das war's.
Strahlenbelastung über dem Normalwert. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Lebenserhaltung versagt. Thank you.
Verzeichne Kryokennung der Initiative. E97, Durango. Chefingenieurin, Grace. Vito. Sie war die Letzte, die evakuiert wurde. Sie ist Risiken eingegangen, aber es hat nicht funktioniert. Genauso wenig wie alles andere. Sie hat getan, was sie konnte. Mehr kann niemand verlangen. Da kommen Sie! Was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Thank you.
alle erwischt. Das waren alle. Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor, Pathfinder.
Strahlenbelastung über dem Normalwert. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Da, die Kette haben mein Lager aufgeschlagen. Lebenserhaltung versagt. Es resoniert jetzt. Wahrscheinlich mit dem Gewölbe. Ich glaube, das war's. Pathfinder, die Relikte haben die Landschaft vor uns verändert. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten.
Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Noch ein Toter.
Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt.
Phoebe hat nach ihnen gesucht. Ryder! Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Eine Meuterei ist wie Krebs. Ohne Behandlung breitet... Wenn sie weiterhin Leute ins Exil schicken, gehen ihnen die Leute aus. Man muss bösartige Zellen herausschneiden, damit die Gesunden eine Chance haben. Nichts ist so simpel, Doc, und das wissen Sie. Sie sind wieder zurück? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Es gibt nichts Neues. Aber bleiben wir optimistisch. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Ich habe Janae immer gemocht. Sie war erst 200 Jahre alt. Und mit mir in der Einheit war sie nicht mehr die Kleine. Sie war ein biotisches Wunderkind. Einmal hat sie ein Flugabwehrgeschütz aus der Verankerung gerissen und damit ein paar Sklavenhändler zermalmt. Autsch. Sie haben nicht lange gelitten. Janae war eine gute Freundin. Vielleicht ist sie das immer noch. Auch wenn sie mit Sicherheit keine Kleine mehr ist. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Im Moment nicht. Aber vielleicht fällt mir ja später noch irgendwas Spannendes ein. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Es gibt nichts Neues. Aber bleiben wir optimistisch. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein.
diese Reliktgewölbe, all diese Geheimnisse. Irgendwann muss ich auch mal eines erkunden. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, durch eines hindurchzufliegen. Das wäre eine echte Herausforderung. Eos, Heimat von Prodromos.